Ja, wir sind da im Kongress Saalfelden bei der Hegeschau 2024. Und da möchte ich kurz erklären, wie das auch ungefähr anläuft, dass ihr ein bisschen eine Vorstellung habt. Jede Trophäe muss angeliefert werden, die im Vorjahr geschossen worden ist. Und das geht auch so, dass die erste Station ist das Bohren. Da wird die Trophäe angebohrt, wird ein kleines Loch gemacht, damit der wirklich nur einmal vorgelegt werden kann. Nicht, dass der das nächste Jahr wiederbringt. Nicht? Die nächste Station ist dann die Bewertungskommission von den Hirschen. Die Hirschtrophäen müssen vorgelegt werden. Da wird dann der Abschuss kontrolliert, ob der passt, mit dem Abschussplan zusammenpasst. Und dann wird das Alter festgestellt von der Bewertungskommission. Dann geht es weiter für die Rehtrophäen. Ist die nächste Station, da ist wieder derselbe Ablauf wie bei den Hirsch. Und dann die dritte Station ist die Kampfsbewertung. Auch wieder dasselbe, wird Abschuss kontrolliert und die Altersbestimmung gemacht von dieser Kommission. Dann gehen die Jäger weiter zu einer Tafel, wo sie dann die Trophäen aufhängen können. Es ist wirklich so, dass meine Helfer schon ein Jahr aufs andere gefreut, wenn wir wieder zusammenkommen, obwohl das sehr viel Arbeit ist.